Ja, sehr geehrte Frau Sayn-Wittgenstein, wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Entwicklung des Bundesparteitages hier in Köln? Ich bin eigentlich sehr zufrieden, weil es doch sehr harmonisch gelaufen ist bisher und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Ich finde es wichtig, dass die Außenwahrnehmung so ist, dass wir in der Partei geschlossen sind. Das ist wichtig für die anstehenden Landtagswahlen, aber natürlich auch für die Bundestagswahl. Man sollte sich da nicht mit Querelen oder so beschäftigen. Wir haben als Partei Wichtigeres zu tun. Ja. Stichwort Einigkeit. Wir haben jetzt ungefähr, das heißt 50.000 Gegendemonstranten hier in Köln gegen uns. Was glauben Sie, was die aus dieser Veranstaltung heute ziehen können, wenn sie sehen, dass wir so geschlossen sind und uns die eigentlich gar nicht jucken sozusagen? Ich glaube, dass die 50.000 Demonstranten, wenn es denn wirklich so viele sind, sich überhaupt nicht über das Gedanken über das Ergebnis des Parteitages machen. Ich glaube, das sind Leute, die einfach nur zum Randalieren hierher gekommen sind. Ich würde die nicht als politische Kraft einschätzen. Allerdings wissen wir ja alle, dass diese Leute von unseren Steuergeldern unterstützt werden, zumindest die Einheimischen über Jugendarbeit, Gewerkschaften und so weiter, also Vorfeldorganisationen. 150 Millionen Euro Steuergelder für den Kampf gegen rechts. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Den Kampf gegen rechts, den müssen wir irgendwie besiegen sozusagen, beziehungsweise politisch abschaffen. Haben Sie dafür bestimmte Positionen oder Konzepte sozusagen, wie man das angehen kann? Ich denke, das wird man nur schaffen, wenn wir die entsprechenden Mehrheiten bekommen, wenn die Menschen im Lande erkennen, dass unser Grundgesetz eigentlich nicht rechts oder links kennt, sondern nur eine Willensbildung, die vom Volke stattfindet und eigentlich nicht von den Parteien. Denn die Parteien sind ein Teil des politischen Motors, aber eigentlich geht die Gewalt vom Volke aus. Meine ich, steht jedenfalls immer noch im Grundgesetz.